Woche 6. Gelassenheit. Wenn wir in einen Wald gehen und die Bäume anschauen, bewundern wir einfach alle. Sie tragen eine erstaunliche Schönheit in sich. Niemand käme auf die Idee, dem einen Baum zu sagen, dass seine Seitenäste zu lang wären und dass diese kleine Birke doch wirklich besser eine Buche sein sollte. Es ist doch komisch, dass wir diese Bewertung mit Menschen tun. Als das lodernde Feuer des Todes erzeuge ich das Prinzip Angst in denjenigen, welche den geringsten Unterschied zwischen sich selbst und anderen Lebewesen sehen. Die Angst ist die Folge der Bina Drishti, der Sichtweise der Abgetrenntheit. Bhagavatam 3.29.26. Wir machen Wertunterschiede im Vergänglichen und wollen uns mit egozentrischer Hartnäckigkeit gegen diesen riesigen Fluss der Zeit stellen. Doch dabei verlieren wir die Perspektive für das Ewige, was immer bleibt. Ein Geschehen, ohne dass man seine eigene persönliche Geschichte daran hängt und haftet, ist ein neutraler Vorfall, ein Vorgang in der Schöpfung, eine Bewegung in der Prakriti, ein Vorkommnis ohne Beteiligung. Ein Bekannter von mir war als spiritueller Sucher in Indien. Er erzählte mir, wie er sich mit einer heftigen Nahrungsvergiftung irgendwann auf einer Bahnhofstoilette befand, buchstäblich bis zu den Fußgelenken in menschlichen Fäkalien stehend, dabei aber Gefühle von überwältigender Gelassenheit verspürte. Die äußeren Umstände brauchen nicht unsere innere Erfahrung zu definieren. Schmerzhafte und unerwünschte Situationen wird es immer geben. Aber Leiden entsteht nur durch die Haltung des kleinlichen Ichs, dem Leben, wie es ist, zu widerstreben und seine eigene Vorstellung, wie es doch sein könnte, durchzudrücken. Gelassenheit ist der Moment, sich aus der Verklebung zu lösen und den breiteren Horizont zu erkennen. Man ist erwartet von Sri Krishna. Das deutsche Wort Gelassenheit stammt vom mittelhochdeutschen gelaten ab, was Gott ergeben heißt. Die Gelassenheit will einen nicht in die Resignation, in die träge Stumpfheit oder Gleichgültigkeit führen, sondern nur in die Besonnenheit, das Unverfügbare und Unverrückbare nicht verändern zu wollen. Da man nun nicht mehr sinnlos gegen das Nicht-Veränderbare anrennt, hat man den inneren Raum frei für seinen engagierten Einsatz, wo Veränderung möglich ist. Prinzipiell lässt sich sagen, dass man nicht reaktiv verbissen auf das Geschehen einzuwirken braucht, da dieses zu einem großen Teil gar nicht mehr der eigenen Veränderungsmöglichkeit untersteht. Doch in der Art der Haltung, wie man das Geschehen interpretiert, existiert immer aller Freiraum. Die Geisteshaltung der Orientierung an Vorzügen und Abneigungen überschattet die Glückssuche des Menschen. Im Gleichmut kann man aufrichtig sagen, dass es einem gleichgültig ist, ob man lebt oder stirbt. Dahinter steckt nicht eine depressive Lebenshaltung, sondern das radikale Ja zur Hingabe. Man darf eine solche Wesentlichkeit berühren, dass es sogar nebensächlich wird, ob gerade das Leben oder der Tod
den jeweiligen Augenblick beherrscht. Wahres Glück kann nur dann bestehen, wenn der Tod darin vollständig mit enthalten ist. Dies stellt nicht ein passives Ergebensein in den Lauf der Dinge dar, sondern nur ein Lassen, wo die Machbarkeit zu weit gegangen ist und die Freiheit verdeckte. Gleichmut ist nicht die Nivellierung aller Erfahrungen, nicht die Normierung des Erlebten. Man begegnet einfach dem Fluss der Prakriti, dem Angenehmen und dem Unangenehmen in der gleichen Haltung der Freude, welche unterhalb der Gegensätzlichkeiten sowieso beständig existiert. Im Gleichmut liegt die Kraft, sich nicht von den Momentaufnahmen von Glücks- und Leiterfahrungen bestimmen zu lassen. Die Glückseligkeit in Momenten unglaublichster Beschenktheit ist nicht größer als diejenige in Momenten völliger Verlassenheit. Gelassenheit ist unter gewissen Umständen keine Kunst, nämlich wenn alles gemäß dem Eigenwillen zu laufen scheint. Die Gelassenheit in Bedingungen, die das Ich als günstig betrachtet, ist nur die Alltagsstumpfheit. Gelassenheit wird schon schwieriger, fordernder, wenn wir jenen Gegenkräften im Bewusstsein begegnen, die uns gewöhnlich zu Selbstverkrampfung anleiten. Das Lassen können ist ein Zustand der fehlenden Einmischung in das, was objektiv zu geschehen hat. Es ist die Kunst des Nichtstuns. Es ist die bewusste Haltung der Betrachtung des Handelns von Paramatma. Dieser Pfad bedarf aller Anstrengung, und doch ist diese begleitet von tiefster Gelassenheit. Ich bereite mich akribisch vor, investiere alle geistige Klarheit und Enthusiasmus in die Handlung. Nun bin ich gespannt. Alles Weitere gebe ich jetzt sanft in die Hand wahrer Lenker und Entscheider. Dies schenkt Gelassenheit und unterscheidet sich auch von der Faulheit.